Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge von LS19, den Landwirtschaftssimulator. Ja, liebe Freunde, ja, wir sind jetzt am Ende des Jahres angelangt, fast. Wir haben vierte Tag des Winters. Es ist wieder Zeit für die Jahresabschlussrechnung. Ja, gut, ein paar Tage haben wir noch bis Jahresende, aber ja, die Kosten, die jetzt noch dazu kommen, das sind jetzt nur noch die Betriebskosten der Gebäude, mehr ist das nicht. Und die habe ich jetzt dementsprechend hier auch schon mit eingerechnet. Ja, dieses Jahr haben wir auch sehr, sehr viel ausgegeben. Ja. Klimastall haben wir ja gekauft und wir haben ja auch eine beträchtliche Summe aufgenommen von 250.000 Euro. Ja, da haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen verschätzt. Wir sind auch mit ein kleines Minus rausgegangen. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr auch im Laufe des Videos sehen. Glücklicherweise haben wir natürlich auch ein bisschen Geld wiederbekommen. Wo das Geld herkommt, das werdet ihr auch im Laufe des Videos sehen. Ja, daran sieht man natürlich, wie schwer das eigentlich alles ist, hier alles unter Dach und Zach zu halten oder ne, und den Überblick zu behalten. Ja, wir wollen das ja eins zu eins nachstellen, so wie es in der Realität auch ist. So gut, manche Sachen kann man nicht so eins zu eins in der Realität umsetzen. Da muss man manchmal Kompromisse schließen, aber oder Kompromisse finden, eher gesagt. Aber im Großen und Ganzen kann man das eins zu eins umsetzen. Der Landwirtschaftssimulator 19, der ist ja auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr umfangreich. Ne? Kann man sehr, sehr viel mitmachen. Ja, wie eben schon gesagt, wir wollen das eins zu eins rüberbringen, wie es in der Realität auch ist. Ne? Deswegen haben wir ja auch sämtliche Versicherungen mit reingenommen, also kleine Steuersysteme mit reingenommen, ne? Und in der Realität muss man ja auch Gebäude versichern, ne? Das ist noch ganz normal, ein ganz normales Haus wie das jetzt hier vorne muss man ja in der Realität versichern, ne? Stall muss man auch in der Realität versichern und das machen wir hier auch, ne? Und das gleiche mit den Fahrzeugen und so weiter, die werden auch alle versichert und so weiter und so fort. Ja, wie eben schon gesagt, sind wir mit Minus rausgegangen dieses Jahr und das werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen, wieso, weshalb, warum. Ja, fangen wir mit den Einnahmen an, wie immer. Achso, die Dings fallen dieses Jahr weg, die Einkommensteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung fallen weg, weil sowieso nichts übrig bleibt. Ne? Also da, wir sind ja sowieso mit einem Minus rausgegangen und da braucht man das dieses Jahr nicht machen. Fangen wir mit den Einnahmen an. Einnahmen haben wir Ballen, haben wir verdient 8.307 Euro, haben wir an Ballen verdient. Da werden auch noch andere Preise kommen, realistische Preise. Entschuldigung. Lohnumsatz haben wir verdient 62.583 Euro. BGR haben wir verdient 18.600 Euro. Da kommen auch realistische Einkaufs- und Verkaufspreise. Ne, das wird, wenn wir jetzt, sage ich mal, demnächst Häckselgut zu der BGA bringen, das wird dann nach Hektar bezahlt. Und wenn wir Gerres rausholen, müssen wir dann auch pro Tonne so und so viel Euro bezahlen. Aber da muss ich mich noch mal ein bisschen schlau machen. Kredit haben wir bekommen 250.000 Euro. Das zählt ja natürlich auch als Einnahmen. 250.000 Euro haben wir bekommen, Kredit. Verkaufte Maschinen haben wir 90.500 Euro bekommen. Das waren einmal der Auflieger und der genau, Auflieger, die zwei Dollys und der Wassertank haben wir verkauft, haben wir 90.500 Euro für bekommen. Und dann haben wir noch die Pacht, also die Schafe da unten, die Parzelle, der Schafstall, die dazugehörige Gebäude und die Parzelle haben wir verpachtet und bekommen da im Jahr für 19.000 Euro. Macht insgesamt 448.990 Euro, die wir hier insgesamt dieses Jahr verdient haben. So, kommen wir mal zu den Ausgaben. Und das ist jede Menge Zeug. Fangen wir mal mit den Betriebskosten an. Betriebskosten sind wie immer die Gebäude und Betriebskosten Fahrzeuge. 4.120 Euro, was wir da ausgegeben haben. Leasingkosten, das ist der Deutz, ne, den haben wir ja unter Leasingvertrag gestellt. Bekommen wir 40.968 Euro. Nee, bekommen wir nicht, bezahlen wir. Genau. Also 40.968 Euro. Das ist die Jahres
Rate, weil wir ja hier keine Monate haben, müssen wir dann alles jährlich bezahlen, ne? Also die Jahresrate vom Deutz ist 40.968 Euro. Dünger haben wir bezahlt 36.280 Euro. Das ist sehr, sehr viel, also viel, viel zu viel Dünger, was wir da bezahlt haben. Das muss deutlich weniger werden. Das ist, ja, ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt so viel Dünger da gekauft haben. Das muss deutlich weniger werden, aber später werden wir sowieso Gülle und Mist auf die Felder fahren. Da brauchen wir nicht mehr so viel Dünger. Hühner haben wir gekauft, 183 Euro. Bei den Hühnern sind ein paar gestorben, weil wir ja nicht dran gedacht hatten, die Hühner zu füttern. Da haben wir doch die restlichen nachgekauft, für 183 Euro. Klimastall haben wir bezahlt, 200.000 Euro. Das war das teuerste an dem Ganzen. Kraftstoff haben wir bezahlt 5.275 Euro. Notar- und Behördenkosten. Ja, wie gesagt, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Parzelle kaufen oder ein Feld kaufen oder ein Haus kaufen oder wie auch immer, muss das ja in der Realität auch ja, vom Notar beglaubigt werden, ne? Da hat man auch ein paar Behördengänge, die man auch machen muss. Und das kostet natürlich auch Geld, ne? Also Notar- und Behördenkosten haben wir hier 4.000 Euro. Parzelle, die Hälfte haben wir ja gekauft, unten wo der Klimastall steht. Wir haben ja auch, ich habe auch nicht bewusst die ganze komplette Parzelle gekauft, weil das erstens zu teuer war. Und zweitens brauchen wir sowieso nicht die Hälfte. Ne, hätten wir jetzt die komplette Parzelle gekauft gehabt, dann wären wir natürlich mehr weit ins Minus gerutscht. Ne, aber so haben wir nur die Hälfte der Parzelle gekauft und ja. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Radgewichte haben wir gekauft, ich weiß gar nicht, für den Deutz glaube ich 1000 Euro bezahlt. Saatgut haben wir 6300 Euro bezahlt. Das ist in Ordnung, also das 6300 Euro. Da haben wir nur das gekauft, was wir auch wirklich brauchten. Schuppen haben wir 35.000 Euro bezahlt. Das ist der Schuppen unten beim Klimastall, wo wir die Ballen einlagern werden. Silo, das große Silo, was unten beim Klimastall steht, 95.000 Euro bezahlt. Straße bzw. Weg, den Weg, den wir da angelegt haben, 4.033 Euro bezahlt. Versicherung aller Gebäude und die Versicherung, beziehungsweise die neuen Gebäude, die jetzt dazugekommen sind, die sind mit drin, ne? Also Klimastall, Silo und Unterstand für die Ballen, haben wir jetzt insgesamt Versicherung Gebäude 19.280 Euro. Für die Pacht Feld 3 oben haben wir ja gepachtet. Da beträgt die Pachtgebühr im Jahr 1215 Euro. Kredit, das ist der allererste Kredit oder beziehungsweise die Rate des Kredits, 30.200 Euro, ne? Also für die 250.000 Euro, die wir aufgenommen haben. Da bezahlen wir, glaube ich, zu 3,9% Zinsen drauf. Das ist auch schon sehr viel. Also wir nehmen ja auch die realistischen Zinsen, ne? Ja, 30.200 Euro, das ist die einmalige jährliche Zahlung der Rate, ne? Also Kreditrate. Versicherung Fahrzeuge haben wir 7.692 Euro, da ändert sich nichts, weil wir ja keine Fahrzeuge dazu gekauft haben. Und Grundstücke der Felder sind 7.300 Euro. Dazu kommen noch die Gehälter, 9.212 Euro. Ja, dieses Jahr haben wir ein bisschen weniger an Gehälter bezahlt, oder müssen wir halt weniger an Gehälter bezahlen, weil die beiden Knüppler hier, die immer mitspielen, nicht über das ganze Jahr hier mitgespielt haben oder beziehungsweise mitgeholfen haben. Das ist immer abhängig davon, ja, von wann bis wann die dann hier auf der Karte sind und mithelfen. Die werden dann halt nach Stunden bezahlt, ne? Ich glaube 20 Euro die Stunde. Ne, und dann wird, ja, je nachdem, wie lange die dann hier auf der Karte mitgearbeitet haben, wird dann ja am Jahresende dann abgerechnet. Ne, also sprich, da wir ja keine Monate haben, machen wir das immer so, dass wir die Jahreszeiten unter die Monate und unter 3 Monate aufteilen. Ne? Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel Holger im Januar nur gearbeitet hat, im Januar, im Frühling nur gearbeitet hat, bekommt er 3 Monatslöhne. Ne? Wenn er im Frühling und Sommer gearbeitet hat, kriegt er 6 Monatslöhne ausgezahlt, ne? Und immer so weiter.
Ja, Gehälter, wie gesagt, haben wir 9.212 Euro ausgegeben dieses Jahr. Ja, wenn wir das gegenüberstellen, habe ich noch was vergessen? Nein, habe ich nichts. Okay. Wenn wir das jetzt gegenüberstellen, also Einnahmen haben wir 448.990 Euro, Ausgaben haben wir 652.058 Euro, macht ein dickes, fettes Minus von 203.068 Euro. Also das haben wir ein Minus, dickes, fettes Minus erwirtschaftet. Jetzt kommen wir zu der Sache, was ich am Anfang gesagt hatte. Jetzt werden wir noch uns ein bisschen an Kohle wiederholen. Und das werden wir als erstes über die Umsatzsteuer und Vorsteuer machen. Also wir bezahlen hier einmal eine Umsatzsteuer. Eine Umsatzsteuer sind die Steuer, die wir, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel was verkaufen, ne, müssen wir ja Mehrwertsteuer ausweisen, und das sind für uns die Umsatzsteuer. Und wenn wir ja Saatgut kaufen oder Dünger kaufen, dann müssen wir auch die Mehrwertsteuer bezahlen, aber für uns sind das halt als Unternehmer die Vorsteuer, ne? Und die Differenz daraus ergibt sich dann entweder ja, entweder müssen wir dann die Differenz an die Stadt bezahlen, oder wir kriegen was raus, ne? In diesem Fall haben wir einen Umsatz gehabt von 17.000 Euro und eine Vorsteuer von 32.965 Euro. Und da wir auch die Vorsteuer, also mehr Vorsteuer bezahlt haben, als wir Umsatz gemacht haben, bekommen wir die Differenz, die sich daraus ergibt, aufs Konto gut geschrieben, und das sind in dem Fall 15.965 Euro. Ne, die kriegen wir dann aufs Konto gut geschrieben. Wäre das jetzt umgekehrt gewesen, also wären die Vorsteuer, wären die 32.965 als Umsatzsteuer gewesen und die 17.000 Euro als Vorsteuer, dann müssten wir die 15.965 Euro an die Stadt bezahlen, ne, weil wir mehr Umsatz gemacht haben, als wir an Vorsteuer geleistet haben. Aber in dem Fall kriegen wir dann halt die 15.965 Euro gutgeschrieben, ne? Das ist erstmal die erste Summe, die wir gutgeschrieben bekommen. So, das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Die 15.965 Euro, die kriegen wir wieder gutgeschrieben auf unser Konto. Und dann holen wir uns noch die 60.000 Euro wieder und die 100.000 Euro wieder. Also wir haben ja letztes Jahr die 60.000 Euro Gewerbesteuervorauszahlung, weil wir mussten ja auch letztes Jahr mussten wir eine Gewerbesteuer bezahlen und eine Einkommensteuer mussten wir bezahlen. Und daraus ergibt sich ja dann immer ja eine gewisse Vorleistung, die man dann halt leisten muss, ne? Da wir auch dabei dieses Jahr ins Minus reingegangen sind, können wir jetzt sagen, dass wir uns das Geld jetzt wiederholen, ne? Also sprich, wir holen uns einmal die 60.000 Euro wieder, die wir letztes Jahr in Vorleistung gegangen sind für die Gewerbesteuer, und die 100.000 Euro, die wir ja in die Einkommensteuer in Vorausleistung gegangen sind, die holen wir dieses Jahr uns auch wieder, ne? Also das Geld holen wir uns wieder, ne? Also sprich, die 15.965 Euro holen wir uns wieder, dann einmal die 60.000 Euro holen wir uns wieder, ne, vom letzten Jahr, und einmal die 100.000 Euro, die Einkommensteuervorauszahlung, die holen wir uns auch wieder. Genau, die holen wir uns auch wieder, und das wären dann insgesamt 175.965 Euro, die wir uns dann wiederholen können. Das müssen wir dann noch abziehen, also 203.068 minus 175.965 macht noch ein Minus von 27.100 Euro. Ne? Also da haben wir richtig Glück gehabt, dass wir dann halt sagen können, aha, da wir ja auch letztes Jahr so viel Geld in Vorleistung gegangen sind, können wir jetzt sagen, weil wir ja dieses Jahr ins Minus reingegangen sind, können wir jetzt sagen, wir holen uns das Geld jetzt wieder. Ne? Wenn wir jetzt im Plus gewesen wären, ne, dann hätten wir sagen können, komm, dann hätten wir die 60.000 Euro da gelassen, die 100.000 Euro auch da gelassen. Ne? Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn, sage ich mal, wenn wir jetzt nächstes Jahr, also wenn wir jetzt nächstes Jahr guten Umsatz machen würden,
und wir dann auch nächstes Jahr eine Steuer zahlen müssten, ne? Also eine Steuer von Gewerbesteuer zahlen müssten oder Lohnsteuer zahlen müssten, dann müssten wir weniger bezahlen, weil wir ja schon 60.000 Euro in Vorleistung gegangen sind und 100.000 Euro auch dementsprechend in Vorleistung gegangen sind, in der Einkommensteuererklärung, ne? Aber da wir dieses Jahr im Minus gegangen sind, also minus 27.100 Euro, ist es natürlich jetzt sinnvoller, das Geld wieder zurück zu verlangen, ne? Also die 60.000 Euro und die 100.000 Euro, damit wir nicht ganz so tief ins Minus sind, ne? Also, ja. Also minus 27.100 Euro sind wir jetzt im Minus. Und auf die 27.100 Euro, da müssen wir jetzt noch Zinsen zahlen. Tägliche Zinsen. Und die Zinsen werden wir auch realistische Zinsen nehmen. Ja? Also sprich, pro Tag so und so viel Prozent Zinsen müssen wir dann drauf bezahlen. Das bedeutet, dass wir schleunigst ganz schnell ins Plus kommen müssen. Na, wir müssen jetzt ganz schleunigst schnell ins Plus kommen. Ja? Je länger wir im Minus sind, umso mehr Zinsen müssen wir dann bezahlen, ne? Und das gilt es jetzt hier zu verhindern, ne? Also sprich, wir müssen jetzt ganz schleunigst ins Plus kommen, ne? Ja. Und da wir jetzt die 60.000 und die 100.000 Euro zurückverlangen, kann es natürlich auch sein, dass wir dann jetzt im nächsten Jahr wieder eine Vorauszahlung leisten müssen. Das kommt immer darauf an, wie viel wir Einkommensteuer zahlen müssen. Nee, das kommt immer darauf an, wie viel wir eingenommen haben, ne? Also was unterm Strich übrig bleibt. Davon hängt es immer ab, ne? Aber in diesem Fall können wir jetzt die 60.000 Euro und die 100.000 Euro zurückverlangen, ne? So dass wir nicht ganz so viel im Minus sind, ne? So sind wir jetzt nur noch mit 27.100 Euro im Minus. Und ja, das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir mit über 100.000 Euro Minus wären, ne? Also das würde uns finanziell auch kaputt machen, ne? Und es ist auch nicht so leicht, wenn man jetzt, sage ich mal, im Minusbereich, in den 100.000er ist, im Minusbereich, ist es auch nicht so einfach, die von heute auf morgen wettzumachen, sage ich mal, ne? Und so ist es viel einfacher, wenn wir jetzt nur noch 27.100 Euro im Minus sind, ne? Gut, ja, dann hätten wir das auf jeden Fall erstmal, ne? Also so sind die Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse für dieses Jahr. Gut, nächstes Jahr wird es natürlich anders laufen. Da haben wir keine große Investition, ne? Also gut, das kam jetzt nur durch den Klimastall, ne? Also wir haben jetzt 250.000 Euro aufgenommen, ne? Die wir natürlich auch wieder zurückbezahlen müssen, ist klar, ne? Also wir haben jetzt jährlich zusätzliche Kosten von 30.200 Euro, ne, die wir jetzt für den Kredit abzahlen müssen, jährlich, ne, die kommen jetzt noch dazu. Das sind ja Fixkosten, die jetzt jedes Jahr dazu kommen. Und ich glaube, der Kredit haben wir, glaube ich, 5 oder 10 Jahre am Laufen. Ich glaube, 10 Jahre haben wir den am Laufen, ne, ja. Tilgungen sind jederzeit möglich, ne? Also wenn wir das Geld haben, können wir sagen, hier, Jahresende. Wenn wir viel Geld übrig haben, können wir sagen, hier kommen einmal 50.000 Euro abzahlen oder 100.000 Euro abzahlen, ne, als Sondertilgung. Das geht natürlich auch, ne. Aber es wird sehr, sehr schwer werden, jetzt hier ja, Fuß zu fassen, sage ich mal, ne. Da wir auch dieses Jahr oder beziehungsweise jetzt nächstes Jahr die Schweine kaufen wollen, ja, dann müssen wir erstmal zusehen, wo wir erstmal die ganze Kohle herkriegen, ne. Ja, Kredit können wir ja auch nicht mehr aufnehmen, weil wir ja schon 250.000 Euro bekommen haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch einen zweiten Kredit kriegen. Das hängt auch immer davon ab, was man halt als Sicherheit leisten kann oder geben kann, ne? Das hängt auch immer davon ab. Und deswegen. Ja. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier aus dem Minus rauskommen. Ja, das ist erstmal die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt hier haben. Ja, wir haben ja auch hier schon noch Kartoffeln liegen. Sehe ich, habe ich, wir haben ja Kartoffeln noch hier geerntet. Die können wir ja auch noch verkaufen hier, diese hier. Ja, die haben wir ja auch geerntet. Und mal gucken. Da nehmen wir auch realistische Verkaufspreise.
Ne? Ja. Gut, ja, das war es erstmal von meiner Seite aus. Die Jahresabschlussrechnung hier für dieses Jahr. Ne? Und ja, dann hoffen wir mal auf ein besseres Jahr. Ne? Das kommende Jahr, dass wir ein bisschen besser verdienen oder ein bisschen besser oder dass ein bisschen was übrig bleibt am Ende. Ne? Auf jeden Fall. Und ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ne? Gut, ich bin erstmal raus heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Ne? Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unten drin. Und wir sehen uns dann im nächsten Livestream dann wieder. Ich bin dann raus. Bis dann und macht's gut. Ciao.